Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. Ja, wir haben angefangen, man sieht's schon, unseren Lagerraum hier umzudesignen, weil Platzmangel. Ja, ich weiß, wir hätten auch einfach dann einen Lagerraum auch in unserem anderen, aber ich habe gerne alles irgendwie zusammen und wir wollen ja auch ein bisschen noch mehr in dem Dschungel bauen und so, deswegen, ja, deswegen so wie es ist, ist es gut. Okay, erstmal im Rot switchern. Und dann machen wir die Löcher zu. Ich habe, wie ihr schon seht, hier ordentlich fertig gedingst. Gedingst vor allem. Gebuddelt. So. Here we go again. Jetzt ist die Frage. Also ich mache jetzt erstmal den Closed One hier weg. Meine Frage ist jetzt, was wir für den Boden machen wollen. Weil man könnte jetzt den ganz normalen von oben nehmen, ja. Dann haben wir das einheitlich oder wir nehmen halt einfach was ganz anderes. Und ja, das ist jetzt so eine Frage, ne? Vor allem meine Frage, weil ich bin echt ein bisschen planlos. Ich habe, passt mal auf. Wir gehen mal wieder hier in meine Testwelt. Nicht so genau gucken, da ist alles drunter und drüber. Ja. Happy Blups, wo sind wir denn hier? Hier. Das hier ist das, was ich meinte. Es gibt so... Man hört es auch. Man hört es jetzt kaum, wenn man drüber läuft. Wenn man baut, genau, hört man es. Dieses Ding hier finde ich super cool. Das erinnert mich ein bisschen an so ein Atomkraftwerk oder so. Aber ich glaube, das würde bei uns nicht reinpassen, ne? Das würde das alles so ein bisschen... Vielleicht können wir das einfach so als Pfeiler machen. Und die anderen finde ich gar nicht so schick. Klar, das finde ich irgendwie schick. Ups. Aber... Waren die dann relativ weit unten? War das das jetzt? Ja, ich glaube. Ups. Nee. Hä? Warte mal, Wo kam das denn jetzt her? Jetzt bin ich total verwirrt. Den hatte ich da noch gar nicht hingebaut, oder was? Ups. Also Schwarzboden finde ich halt irgendwie immer cool, aber das ist halt dann irgendwie sehr übertrieben, finde ich. Oder? Den finde ich hässlich. Schwarz ist mir zu übertrieben. Das ist auch cool. Aber der ist schon... Weiß ich nicht. Kann man auch den anderen nehmen, oder? Ja, weil ich habe hier nämlich mal die ganzen Blöcke hier aufgestellt. Und mal... Oh, das Ganze nochmal. Oh, da sind sogar noch mehr. Wir können auch lila nehmen. Das wäre auch für unser Bad cool gewesen, oder? Da sind die Teppiche. Das Lapis. Das finde ich auch super cool, auch wenn es krass rot ist. Hier sind die ganzen Eisenblöcke. Da gibt es richtig coole Dinger. Ach ja, warte mal, hier haben wir ja sogar noch mehr. Ah, das habe ich ganz vergessen. Es ist sogar mehr, als ich dachte. Das sieht auch irgendwie cool aus, ne? Das ist, Endstein, wie auch immer es heißt. Ah ja, genau, das ist auch das, wo man das hört, wo man rumtrampelt. Wieso ist denn das da drüben dabei? Verstehe ich jetzt nicht. Ja, das sieht aus wie so in so einem schlechten Horrorfilm wie bei Saw, weißt du? Wenn du da in der Badkammer bist unten, dass das Blut schön abfließen kann. Ja, das hört sich ein bisschen Slaughter-mäßig an, aber so komme ich mir vor. Das finde ich eigentlich auch ganz cool, aber da... Ich bin echt schlecht, ich merke, ich bin so für dieses normale Minecraft geeicht, dass ich komplett befordert bin, weil man einfach mit diesem einen Mod so viele Möglichkeiten hat. Weiß ich jetzt nicht. Ja, falls ihr euch wundert, was ist das? Ich habe... Kennt ihr... ihr kennt auf diesen... Für alle, die es jetzt noch nicht gesehen haben. Ja, ich mache jetzt hier mal kurz Schleichwerbung. Ihr müsst euch auf jeden Fall mal den Beetlejuice Rollercoaster angucken. Der ist super cool. Und da gibt es auch eine Halloween-Version davon. Und ich natürlich, wie Clancherina ist, dachte natürlich... Ja, komm.
ich dachte nicht, ja, ich kann es auch, sondern ich dachte, ja, komm, ich fange jetzt einfach, ich will vielleicht die Musik so laut. Schrei mich nicht so an, Mann. Dachte mir, okay, komm, ich mach das irgendwie. Ich würde es auch mal ausprobieren. Hä, habe ich ausprobiert. Wow, was ist denn hier los? Ja, das war so, zum Beispiel das erste Problem mit dem Licht, ja. Also sowas geht, glaube ich, relativ gut, wenn man einfach nur so einen Raum hat und da dann irgendwie eine optische Täuschung. Aber wollte ich einen dunklen Raum machen, ja? Ja, da ist es wohl auch dunkel. Jetzt war die Party. War dann auch irgendwie dunkel, war dann auch in Ordnung. Aber war aber nicht so spannend. Geh mal fort hier. Dann habe ich, was habe ich noch gemacht? Ach ja, genau. Dann geht's jetzt auch diesen Kesselgang. War auch nicht so. Dann dachte ich, okay, das ist der grüne Gang. Den finde ich auch super. Ja, war, wie ich das gemacht habe, einfach nicht so spannend. Und dann habe ich aufgegeben. Ja. So ist das. Gut. Alles gesehen. Wissen wir jetzt, was wir nehmen? Nee, ne? Wahrscheinlich einfach den alten. Ja. Gut. Dann waren wir, sind wir jetzt so klüger. Jetzt habt ihr mal meine Chaos-Testwert gesehen. Welcher war denn das? War das der normale? Wir haben unseren Schüssel drüben, ne? Ach, wir haben hier auch noch einen Schüssel. Wunderbar. War das Kobbel gedingst oder? Ne, das sieht fast so aus, als wäre es Stein gedingst, ne? Nö! Oh nein, ich kann es doch einfach mal ausprobieren. Haben wir hier nicht? Ein? Ja, definitiv ist es das, oder? Ja. Okay, ups. Aber wir haben doch hier noch... Mist, das ärgert mich jetzt. Das heißt, wir müssen erstmal hier nochmal Stein nachmachen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann machen wir die Hälfte, dann machen wir da die Hälfte rein und da die Hälfte rein und 5. Huch, oh, schön. Da die Hälfte rein. Hallo, die Hälfte, habe ich gesagt. Davon die Hälfte. Und davon die Hälfte. Moment, irgendwo habe ich jetzt was Falsches gemacht. Nö, doch nicht. Okay. Weg mit dem Glas. So. Das heißt, wir brauchen Stein. Können wir das... Ach genau, das wollte ich jetzt ausprobieren. Können wir das nicht mit dem auch machen? Ach, super. Ja, dann machen wir es einfach ganz einfach, ne? Also, dann machen wir es ganz einfach. Dass wir... Moment, hier kommen eh die... Ah, brauchen wir trotzdem, ne? Sonst sieht das blöd aus. Dass wir... den gleichen Boden einfach benutzen. Vielleicht können wir ja noch ein schönes... So auf jeden Fall nicht. Vielleicht können wir ja noch ein schönes Muster irgendwie reinmachen. Muster! Super. Da waren sie schon alle! Wir müssen uns eigentlich auch drüben... Es regnet immer noch, ne? Mal die Treppen holen. Wenn wir hier schon... Wir haben hier auch noch Treppen. Na, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich gehe mal erstmal schlafen. Oh, das ist gar nicht dunkel. Ich kann nur nachts schlafen. Okay, dann fahren wir halt mal. Schade, dass wir keinen Regenschirm haben, aber dann fahren wir jetzt einfach mal rüber. Rüber. Und holen uns unsere Treppen. Es ist nass. Oh, das, ich muss uns eigentlich... Ups, hänge ich fest? Ich muss eigentlich... Vielleicht ziehe ich uns auch einfach mal ein Prinzessinnenkostüm an, wenn wir eine Rüstung anhaben. Wie wär's denn damit? Oder so ein... Weiß ich nicht. Vielleicht fällt uns da einfach mal was Besseres ein, als diese komische Sixpack-Rüstung. Man muss es jetzt auch immer nicht übertreiben. Dö, dö, dö. So, passt mal auf, was wollte ich jetzt holen? So geht's los. Ich labe, während wir herfahren und vergesse, was ich holen wollte.
Ich glaube, ach ja, genau, die Treppen. Wow, es sind 8 Stück. Dann nehmen wir mal die Rampen auch direkt mit und nehmen das auch mit. So, noch was? Vielleicht das Essensbrick? Wir können wissen ja nie. Eisen haben wir noch drüben. Oh, Marble. Moment, haben wir noch? Ja, hier. Und haben wir den Stack voll. So, Marble. Noch was? Nö, ne? Das war's, glaube ich. Das war's. Das war's. Ja, Blumen und so brauchen wir ja alles nicht. Gut, dann fahren wir mal wieder rüber. Wir müssen hier unten auch noch fertig machen. Wenn doch so viel Baustellen. Irgendwann werden wir fertig damit und meine Nase fängt an zu laufen. Wie ungünstig. Ja. Es ruckelt, es ruckelt, es ruckelt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich seht ihr auch, ich habe gerade 20 FPS mit der Bahn und dem Regen. Mein Computer freut sich. Anscheinend, wenn es regnet. Und dann auch noch im Dschungel, so Regen im Dschungel. Ja, yeah, wahre FPS-Pracht. Dann gehen wir jetzt auch mal kurz schlafen. Dann ist der Regen gleich auch mal vorbei. Schlafen. Danke. Meine Nase juckt. So, ist der Regen jetzt endlich mal vorbei, ja? Das sah gerade voll seltsam aus, so, weil man das nur so hell gesehen hat. Ich dachte so, was ist denn da jetzt passiert? Können wir mal den ganzen Ding hier loswerden? Danke. Okay. Ding, ding. Ding, ding. Ding, ding. So, das geht nämlich so viel schneller. Okay, machen wir erstmal nur einen. Da oben brauchen wir auch noch. Ich sitze irgendwie blöd. So, ich war jetzt gerade so zu klein und. Oh, meine Nase. Ich war zu klein, das heißt. Meine Nase juckt immer noch. Ich konnte gerade nicht über mein Mikrofon drüber gucken. Ich bin irgendwie so blöd in den Stuhl runtergerutscht. Nee. So, ich mach das jetzt so, wie ich es immer mache. Hopp. Hopp, 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 hopp. Hey, 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 ho, hey. Wusste ich doch, dass es nicht reichen wird, aber ich probiere es immer wieder, ne? Ho, 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 hey, ho, hey. So, hopp, hopp. Da, 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 da. Mach mal jemand Licht hier. Ist viel zu dunkel. Ja, das ist halt auch, was ich mir immer wieder überlege. Ja, die Mods sind super irgendwie, aber sie überfordern einfach teilweise auch, weil sie so viel Auswahl haben. Und wisst ihr, was wir ja auch mal hinmachen könnten? So eine, das wollte ich gerade sagen, Behindertenrampe. Ja, Mann, wir brauchen das. Ab. Ja, das war ja jetzt irgendwie klar, dass ich jetzt hier unten bin und jetzt da nicht hochkomme. Oh, sie sind fertig. Das ging jetzt aber flott. Oh, sind ja auch nur noch 6. Vielleicht reicht das ja sogar. Treppe? Treppe ist blöd so. Egal, erstmal. Immer erstmal, ne? Kann man ja alles nochmal wegmachen. Ist ja nicht endgültig für immer. Es ist nicht für immer und ewig. Wieso juckt eigentlich mich heute alles? Meine Nase juckt. Stirn juckt. Übrigens hört meine Nase gar nicht mehr auf zu jucken.
Entschuldigung, ich wollte nicht ins Mikrofon pusten. Okay, ladies and gentlemen. Ja. Genau. Das sage ich halt auch immer wieder. Ach ja. Ach ja. Ich zeige euch jetzt, was ich noch vorhatte. Und zwar wollte ich. Weißt du, das verwirrend hier gerade. Ja. Toll, was ist das denn? Ach, ich habe das doch nicht so gemacht, weil das dann doch blöd aussah, weil das doch cool war mit dem. Ja, das so einfach. Ich sag euch gleich, was ich meine. Mann. Okay. Hopp. Und zwar hier, weil das dann so blöd aussah mit dieser Kante. Mache ich das einfach wieder weg. Haben wir jetzt noch Korbel bei? Wow, 4 Korbel. Das hört sich ein bisschen an wie so eine Nationalhymne. Jetzt nicht mehr. Schau vorbei. Okay, Koppel holen. Hopp, 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 Pferdchen auf Galopp. Und wir nehmen jetzt einfach die Abkürzung. Blub. Jawoll! So. Und hier auch noch, nein, hier vielleicht nicht unbedingt. So, hier vielleicht. Okay. So, das heißt, hier kommt eine Säule hin, hier kommt eine Säule hin. Hier und hier. Ja. Gut. Haben wir unsere Säulen auch klar? Oh, die ist aber ziemlich nah dann hier. Vielleicht lasse ich die dann einfach weg, hm? Ja. Gut. Schickimicki. Machen wir weg hier. Brauchen wir alles nicht mehr. Alles überholt. Alles neu. Alles neu. Dieses Lied. Ich fühle mich gerade, als wäre ich auf einer Trauerfeier von irgendwas. Mal das mal wegmachen. Ist das besser? Weiß ich nicht. So, und mein Plan war jetzt, wir packen da. Ungefähr so. Packen wir. Ne, machen wir es anders. Wir müssen das irgendwie so von vorne machen. Irgendwie so. Hallo? Packen wir da Close Town rein. So, dann machen wir das zu mit. Dem vielleicht dann auch. Einmal. Viermal. Vielleicht auch mit was anderes. Vielleicht echt mit was anderem. Vielleicht einfach mit normalem Stein. Haben wir noch? Junge, heute klappt alles gar nicht. Heute ist einfach alles schief. So, 64, 62, 18. Aha, ach, hier 32. Hier 32. Oh, wisst ihr was? Ich packe jetzt hier mal kurz den Ofen voll, weil. So, hier 32. Hier 32. Dann packe ich hier. Da 64 rein und pack hier noch. Ja. Okay. Oh Mann. Hat jemand mal auf die Zeit geguckt? Junge. Oder wir machen das einfach komplett mit Glowstone. Ich meine, da brauchen wir echt. Oh. Ja.
Haben wir zwar viel Glowstone. Oder? Moment, war das hier mit Stein? Gib mir mal bitte einen Stein. Okay, danke. War das hier... Das war wahrscheinlich auch wieder Stein, ne? Die Säule. Ja. Oder wir machen das einfach so, weil hier kommt ja auch wieder die Säule hin. Vielleicht auch einfach mal meine andere. Wissen wir noch nicht. Dass wir das so... So machen. Sieht doch kacke aus, gell? Sieht dann so unruhig aus, wenn wir da so abwechselnd Glowstone. Vorbei. Oh Leute, Ich bin voll irritiert, wenn wir das vielleicht einfach mit dem anderen Ding machen. Scheiße, jetzt haben wir schon wieder 21 Minuten und wir beschäftigen uns mal wieder nur mit... Ach, sieht das jetzt gut aus? Ich weiß es nicht so genau, vielleicht. Aber vielleicht doch nicht. Oh, ich kann es dir nicht genau sagen. Warte mal, Glowstone. Hallo? Glowstone. Mist, jetzt müsste hier einer hin. Ich verbrate meinen ganzen Glowstone. Merkt ihr das? Einfach nix. Wir haben ja den Nähter um die Ecke. Um die Ecke ist der Nähter und der Peter. Lass mich da hinpacken. Irgendwie so, weiß ich doch auch nicht. So. Okay. Wow, haben wir viel fallen lassen. Ich mache jetzt einfach mal eine Aufnahmepause und dann sehen wir uns das einfach in der nächsten Folge, würde ich sagen, oder? Machen wir einfach jetzt mal Chili Vanille hier. Ja, alles klar. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bye, bye.